Herzlich willkommen auf Mobilicoli Chat. Ich bin so laser und heute haben wir den 8. Dezember. Langsam wird der Platz hier eng, deswegen werde ich im nächsten Kalender die Pakete hier weglassen. Ich schleppe die jetzt nicht immer wieder hierher, weil das langsam hier alles zu eng wird, das immer herzuschleppen. Heute haben wir den 8. Tada! Und zuerst wie immer das Werkzeug. Und ui, okay, stark. Hier haben wir jetzt, glaube ich, den dritten, und zwar den dritten Philips-Dreher, und zwar den PH2. Der ist etwas kräftiger, das heißt, den spitzen hatten wir schon. Am Anfang hatten wir den dicken, dann den spitzen und jetzt den mittleren Philips-Dreher. Verarbeitungsmäßig auch wieder super. PH2, wir sehen das. Tipptopp. Stark, also ein richtig schönes Bit-Set jetzt schon am Start. Richtig stark. Ja, unser Kalender ist ja auch, oder startet ja so langsam erfolgreich. Zuletzt, also gestern hatten wir hier den Getriebearm, wie sie es nennen. So, den Dreher brauche ich aber. Das andere kommt wieder weg. Und dann kommen wir jetzt hier zur Tür 8. Die haben wir hier, seht ihr das? Hier ist Tür 3 gewesen, hier Tür 5. Und das Fach ist genauso. Dann nach der 8 kommt 9. 9 ist hier. Das sieht so aus wie die Türchen. Jeder logische denkende Mensch weiß, nach 9 kommt 10. Und das Türchen ist wieder ähnlich wie hier. Das heißt, ich glaube, wir haben recht. Ja, und das bestätigt hier wohl meine Vermutung. Schade, dass der Kalender so langsam auseinanderfällt. Ich glaube, das hatte ich gestern schon mal gesagt. Aber das ist wirklich ein bisschen blöde hier mit der Pappe. Ja, schade. Aber schmeißt man ja danach eh weg. So, und hier wird das drin sein, was ich auch schon vermutet habe. Und zwar aus Tag 8. Dafür brauchen wir doch noch den Arm dann auch noch. Und zwar... Ja, aber ist cool. Ich sehe gerade schon eine Erneuerung. Also ist nicht ganz das gleiche. Wir sehen hier auf der Zeichnung gleich eine Erneuerung, wo der Arm dann auch gleich hinkommt. Das ist dann hier der M3. Der würde dann auf unserer kleinen Baustelle hier M4, M1 und dann kommt hier M3 und dann kommt der letzte wohl hier rüber. Das können wir auch gleich hier lassen. Das ist ja stark. Ja, guck mal, so nimmt das immer mehr Gestalt. Ist auch super. Ich möchte aber trotzdem mal den Text vorlesen, weil vielleicht steht ja wieder was Neues drin. Tag 8. Wenn der dritte Ausleger mit dem Motor M3 versehen wurde, kannst du ihn gleich hinten rechts in den Rahmen einbauen. Ja, habt ihr eigentlich recht. Ne? Ja gut, den Zusammenbau, den spule ich wieder vor, weil, ne, ihr kennt das ja schon. Dafür werde ich hier die zwei Schrauben aus gestrigen Tag benutzen. Dann brauchen wir die hier nicht nehmen. Und ich würde mal sagen, wobei mir echt vorkommt, als wenn die Schrauben hier teilweise echt in der Länge, als würde es da Unterschied geben. Oh, wartet mal. Ich muss das jetzt mal kurz Kleid schaffen. Ah, vielleicht ein Millimeter. Also das ist, die Schrauben sind gleich. Das ist wirklich echt vielleicht nur so ein Tritzel Millimeter. Also das ist mit dem Auge fast gar nicht erkennbar. Also das ist wirklich nur so eine kleine Spitze. Ne? Also das ist aber unterschiedlich. Die eine ist ein bisschen kürzer, die eine ein bisschen länger. Das ist bei allen hier so. Also hier in der Tüte ja auch. Und hier werden ja keine richtigen Angaben gemacht, wofür welche sein soll. Also ist das wohl produktionsbedingt so. Ne? Gut, M3. Ja, das Blöde ist, diese Aufkleber nerven beim Reinschieben. Die lösen sich nämlich hier vom Motor. Problem ist aber, dass das wichtig ist für die Bestimmung. Das heißt, ich werde jetzt hier den M3-Aufkleber hier erstmal an die Seite kleben. Und wir werden jetzt hier erstmal den Motor reinsetzen. Und für euch, wie gesagt, werde ich das Ganze wieder vorspulen, weil ihr das Ganze ja schon kennt. Aber ich möchte mal kurz euch das zeigen mit dem Motor hier reinschrauben oder reindrehen, wie ich das jetzt mache. Ich drücke ihn durch, dann gucke ich. Wow! Okay, M3 will nicht kleben bleiben. So. Hier funktioniert es gleich auf Anhieb. Wow, krass. Okay, gleich die erste Position sitzt. Dann lassen wir den auch so. Ich zoome euch mal kurz dafür ran. Und zwar ist es eigentlich so, dass es sonst bis jetzt bei den anderen beiden immer gehakt hat beim Reinschieben. Und da gebe ich euch den Tipp, falls ihr den gleichen Kalender nachbaut etc. Einfach den Motor raus,
einmal drehen, also sprich, dass das weiße Kabel hier ist und das schwarze hier, wieder reinsetzen, gucken, ob es gleichgängig geht. Und ich würde so lange rumexperimentieren. Ihr könnt ihn übrigens auch so machen, dass die Kabel nach vorne sind, also hier und hier. Dieses Plastikstück quetscht nicht genau da über, sondern ihr habt hier so Luft. Seht ihr das? Das geht also auch, dass die Kabel da sind. Und dann probiert ihr das so lange, bis es hier leichtgängig funktioniert und es darf nicht haken, weil ich denke, das wird später beim Fliegen ein Problem, wenn irgendeiner von den Ausliegern da rumhakt, ja, und dann wirkt sich natürlich auf den Schwebeflug aus, ne? Ja, so, wir bauen jetzt hier den Arm weiter zusammen und ich würde sagen, let's go, viel Spaß mit der Musik. Fertig ist das gute Stück und zwar sieht der Ganze jetzt so aus wie auf der Zeichnung und ich finde, das sieht schon richtig stark aus. Das heißt, der andere Arm wird wohl auch wieder rot-blau werden. Wir haben zwei Schrauben übrig, die kommen jetzt hier in die Tüte 8. Den Überblick über die Schrauben habe ich sowieso teilweise schon verloren. Wir überprüfen nochmal alle. Alles geht gleichgängig. Der hier hakt ein bisschen rum. Bis jetzt geht der neue am leichtesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Der neue geht am leichtesten. Denn der hier, der erste, der geht so. Und der hier, der geht am schwersten. Vielleicht muss ich da echt nochmal ein bisschen überprüfen. Vielleicht muss ich den nochmal anders reinsetzen. Ich glaube, den schaue ich mir gleich nochmal an. Weil das ist mir. Es geht zwar leicht, aber es geht mir zu schwer. Ja, auf jeden Fall, so sieht das Ganze aus. Er wächst immer mehr. Ey, das ist einfach nur geil, das so zu sehen. Wirklich. Einfach stark, ey. Finde ich cool, sowas. Sowas sollte es auch normal geben, ohne Kalender. Einfach als Aufbau. Von allem Möglichen. Ich liebe Aufbausachen. Also aufbauen ist einfach irgendwie immer das Coolste. Man lernt einfach das Modell besser kennen. Ganz ehrlich. Und guckt euch mal an, wie riesig der ist. Ne? Also das ist schon ein ordentliches Teil. So, ich hätte nicht gerechnet, dass der so groß wird. Ich habe eher mit so der Hälfte gerechnet. Und das wird so mein, mein Mittelcopter. Ich habe nämlich noch so ein Mittelding nicht. Ne? Ich habe nur ganz groß, mittelklein und jetzt zwischen winzig und klein das hier. Oder zwischen ganz klein den hier. Ach, keine Ahnung. Ich bin's, euer Laser. Ihr seht, dass nochmal was drin war. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.